Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute soll es um meine Top 5 liebsten Messer gehen. Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Vor einiger Zeit habe ich euch schon mal meine anderen Top 5 Messer von vor 2 Jahren vorgestellt. Wenn dich das interessiert, dann guck doch einfach mal hier oben aufs Ausrufezeichen, da habe ich dir das Video verlinkt. Mittlerweile hat sich da einiges getan und darüber werden wir heute reden. Wenn du Lust hast, uns deine Top 5 Messer mitzuteilen oder einfach nur dein Lieblingsmesser, dann schreib es doch gerne unten in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Natürlich findest du alle Links, sofern ich sie geben kann, zu den Messern auch unten in der Beschreibung zum Angucken. Beginnen wollen wir mit meinem wahrscheinlich mit am meisten genutzten Messer. Das ist das Ganzo Klappmesser. Ganzo, wem das nicht bekannt ist, ist eine China-Marke von Gearbest, die relativ gute Messer für einen relativ kleinen Preis herstellen. Ihr seht es bei dem Messer schon, ein relativ balliger Anschliff, aber insgesamt mit dem Oliv finde ich das eine geile Kombination, hier mit dem schönen Clip, den blauen Pins. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, das ist nicht Paragraph 42a konform, ja, die müsstet ihr sonst abmachen. Ansonsten ist das noch ein 440C Stahl mit einem Flachschliff und einem ziemlich guten eingängigen Flip-Mechanismus. Also das funktioniert sauber und gut über ein Access Lock. Das sind hier die kleinen Pins an der Seite, die man reindrücken kann und dann kann man das Messer einfach einklappen. Liegt gut in der Hand, hat hinten noch Löcher für Lanyard-Schlaufen, hat auch einen umsetzbaren Gürtelclip und funktioniert einfach super. Die Modellbezeichnung ist Ganzo Firebird F761 mit 440C Stahl. Das gibt es auch noch in etlichen anderen Farben, zum Beispiel auch in der Signalfarbe Orange, ja, richtig so ein bisschen Neon-Orange, wer es ein bisschen abgespaceder haben möchte und auch ähnliche andere Varianten. Dieses Messer benutze ich, ja, zum groben Arbeiten, ja, wenn Pakete aufgemacht werden müssen, wenn ich mal was auf Arbeit richtig schneiden muss und so weiter und so fort, ja, wenn ich zu Hause irgendwelche gröberen Arbeiten dran habe, weil davon habe ich auch gleich 2 geholt. Ja, super praktische Dinger liegen zu Hause einfach rum, beziehungsweise werden mal mitgenommen, wenn ich zum Arbeiten gehe und das da gebrauchen könnte. Und dann, ja, tun sie einfach ihren Job. Das ist einfach das Wichtigste. Für einen günstigen Preis von ungefähr 15 Euro machen sie einfach, was sie sollen. Sie halten, sie sind gute Qualität, sie sehen gut aus, sind angenehm zu führen. Top. Natürlich nicht Paragraph 42a konform, einfach drauf achten. Als zweites, das wahrscheinlich am wenigsten genutzte von meinen Lieblingsmessern, das ist dieses hier. Dazu gibt es keine Modellbezeichnung, weil das habe ich selber gemacht. Das Messer hier, das seht ihr schon, das ist ein richtiger Oschi. Ja. Das ganze Ding hier ist knapp 19 cm lang, effektive Klinge sind 17 cm. Es wiegt, ich glaube, 400 noch was Gramm, ist also ein richtiger Brummer. Ihr seht das schon, ja, meine Hände sind schon ziemlich groß. Ich habe hier trotzdem hinten und vorne noch was überstehen. Das Video, wie ich das Messer selber gemacht habe, gibt es auf meinem Hauptkanal, werde ich oben auf dem Ausrufezeichen verlinken, einfach mal draufklicken. Was ist jetzt zum Beispiel die Besonderheit, worauf ich geachtet habe beim Machen von diesem Messer? Naja, zum einen haben wir eine kleine Andeutung von einer Dolchform, weil oben auch nochmal der Rücken ein bisschen angeschliffen worden ist, nicht scharf, aber trotzdem, dass er zum Hacken funktioniert und dass man leichter eindringen kann. Der Rücken von dem Ding ist 5,7 mm dick und ordentlich dicker D2-Stahl. Also da kann fast nichts kaputt gehen. Ja. Das ist ein richtiges Arbeitstier, ein richtiger Brummer. Hier mit 2 Löchern, damit man das befestigen kann. Ich habe schon mal einen kleinen Speer draus gebaut zum Beispiel, sehr witzig. Und das G10-Verbundmaterial, weil da sind mehrere Materialien drin verarbeitet, hat so eine Holzoptik und ist sehr geil, weil das hier so in mehreren Schichten ist. Das heißt, es war oben schwarz und wenn man dann hier so abgetragen hat, dann sind die anderen Schichten jeweils immer weiter zum Vorschein gekommen und damit sieht das aus, als hätte das eine Holzmaserung. Und hier hinten haben wir noch einen kleinen Materialüberstand vom D2-Stahl, ja, der einfach nur zum Zuhauen gedacht ist. Und das Ganze in einer relativ simplen Kydex-Scheide. Das ganze Messer habe ich natürlich relativ selten mit dabei. Das ist einfach ein Liebhaberstück. Es ist natürlich nicht legal, weil es über 12 cm groß ist und es ist auch ziemlich klobig. Also es ist ein geiles Arbeitsmesser. Ich bin froh, dass ich das habe. Einfach ein Liebhaberstück, aber in der Funktionalität nicht immer super gegeben. Aber zum Beispiel beim Bushcraft-Campen und Ähnlichem kann man es schön an der Seite haben und damit richtig gut arbeiten. Wer mich kennt, der weiß, dass ein bestimmtes Messer niemals fehlen darf in der Aufzählung, wenn es um Messer geht. Und zwar das Victorinox Ranger Wood, also in der Holzvariante. Ich werde darüber jetzt nicht noch mehr sprechen, als ich sowieso ständig tue. Ich sage nur so, mit der Ranger-Reihe, die gibt es natürlich auch mit verschiedenen Werkzeugen, Funktionen und so weiter und so fort, hat Victorinox einfach ein super Coup gelandet, meiner Meinung nach.
richtig schön große Klinge, die vernünftig auch ist und noch eine richtig geile lange Säge, die wirklich funktioniert. Also da kann man nichts gegen sagen. Mit Holz, also bei mir ist es zum Beispiel Nussbaumholz, sehr geil, toll. Victorinox kann ich sowieso immer nur empfehlen, aber das wissen die meisten wahrscheinlich auch von euch. Eins meiner mit am meisten genutzten Messer, einfach weil es viele Dinge kombiniert, die ich praktisch finde und gleichzeitig legal ist. Das ist das ganze Survival-Messer. Ihr seht das, relativ bauchig gehalten, ist beschichtet gegen den Rostschutz, ganz einfach, hat eine angenehme Griffform, hinten noch ein kleines Schlageisen sozusagen dran und ein Lanyard-Loch. Die kleinen Streifen hier farbig finde ich ganz schön, um das Ganze hervorzuheben. Es ist natürlich auch ein bisschen praktischer, wenn die noch so ein bisschen angestrahlt werden können, zum Beispiel in der Dämmerung, wenn das Messer mal runtergefallen ist. Oben haben wir eine extra Kante, die ein bisschen angeschärft worden ist, um damit Feuerstahl zu reißen. Sehr praktisch. Das Ganze kommt hier in so einer Plastikscheide daher, weil Kydex ist das nicht. Funktioniert auch gut mit Hänge-Nylon-Band, ganz einfach. Und hier, das finde ich immer sehr wichtig, also mir zumindest für das Sicherheitsgefühl, dass hier noch so ein kleines Klettband, irgendwas Band ist, um das noch zu befestigen. Ja, man kann es auch so haben, das trage ich dann meistens so, wenn ich noch mitten in der Arbeit bin. Und wenn ich da mal längere Zeit Pause mache mit dem Messer, dann befestige ich das richtig. An dem Ding dran gibt es hinten einen kleinen Schleifstein, habe ich noch nie benutzt. Immer noch nicht, ehrlich gesagt, obwohl ich das Messer über ein Jahr lang in Gebrauch habe. Ja, wenn ich mal was zu Hause schärfe, dann habe ich bessere Schleifsteine. Das ist einfach so. Und hier vorne ein kleiner Feuerstahl aufgesetzt. An der Scheide war am Anfang noch ein Gurtschnaller hier oben dran. Den habe ich einfach abgesägt, weil überflüssig, braucht keine Sau. Und dann ein bisschen mit Schleifpapier einfach begradigt die ganze Fläche. Sehr geiles Messer. Allround-Messer erinnert ein bisschen an das Beer Grills Gerber Messer, hat für, ich glaube, 25, 20 Euro, je nachdem, wie das Angebot gerade ist, einfach alles, was man braucht. Ein gutes, schönes Messer, habe ich gern dabei, top. Das fünfte und letzte Messer ist ein kleines Liebhabermesser, und zwar ein Neck Knife in einer schönen roten Farbe. Wer mich kennt, der weiß, dass mir die Farbe Rot einfach an sich sehr gut gefällt. Das ist die Marke Toe Knife, das ist ebenfalls eine China-Marke. Manchmal produzieren ja Chinesen sehr gute Messer für einen vernünftigen Preis, das ist einfach so. Und das kleine Ding hier ist einfach der Wahnsinn. Das ist ein 7RC MOV Stahl rostfrei. Mit einem Flachschliff geschliffen, ja, vorne schön spitz zulaufend, oben so ein kleines Serration-Ding, ja, naja, ne, G10-Material in schön rot gehalten mit zwei Löchern drin, für Lanyard zum Beispiel oder was weiß ich, aber natürlich ist das auch immer eine Materialaussparung, um das ganze Ding etwas leichter zu machen. Es sitzt sehr angenehm in der Hand, aber ihr merkt schon, das ist gerade mal ein 2- bis 3-Finger-Messer, ja, allerhöchstens, aber man kann sehr viel Kraft damit aufbringen, das heißt sehr schön damit schnitzen, kleine Kochsachen machen und die kleine Scheide dazu ist auch noch ganz nett, da gab es noch ein kleines Halsband dafür mit, ja, wie man das zum Beispiel von Doctex, also von diesen Kriegsmarken, kennt. Und die ist in Ordnung. Das Problem ist, man muss sehr fest reinstecken und sie klappert dann immer ein bisschen. Ich werde da demnächst mal ein bisschen nacharbeiten, dass ich das vielleicht wieder besser hinbekomme. Ja, mit der Scheide bin ich nicht ganz zufrieden, aber sie erfüllt zumindest ihren Zweck und das Messer rutscht auch nicht raus. Also es klappert zwar, aber es geht nicht verloren damit. Tja, das waren meine Top 5 Messer des letzten Jahres vor allen Dingen auch. Da hat sich, wie ihr ja gesehen habt, wenn ihr das alte Video kennt, ein bisschen was getan zuvor. Andere Messer sind rausgegangen. Ein Messer ist auf jeden Fall noch übrig geblieben. Ja, klassischerweise das Victorinox Rangerwood. Eins der geilsten Messer, die ich überhaupt nur kenne. Und mich würde jetzt an der Stelle mal sehr interessieren, was denn deine Top-Messer sind. Sag doch einfach mal deine Meinung dazu, wie du zum Beispiel die Messer findest, die ich habe, und schreib deine eigene rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zu Ausrüstung, zum Beispiel zu Messern etc. Einfach mal durchklicken. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.